Ja, lasst uns einfach mal loslaufen. Wir gucken, wo wir zuerst ankommen und dann machen wir das. Ja, wir sollten also in Richtung Nordosten reisen. Rafim wirkt sehr gelassen, ob der Tatsache, dass eure Hand rechtlich. Sagt mir, was ich daran ändern kann, und ich verfalle wieder in Panik und schneide mir fast die Hand ab. Wenn ihr nichts habt, was ich daran ändern kann, dann laufen wir jetzt. Nun, ich habe nichts, das eurer Situation zuträglich wäre, aber. Seht ihr? Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Und dann auf Genossen. Könnt ihr eure Hand ja immer noch an euren Bären verfüttern? Aber mir hat mir schon einen neuen Arm versprochen. Ja, seht ihr. Ja, ich sehe, was ich tun kann. Ja, wunderbar. Im schlimmsten Fall nehme ich euren Abemir. Das ist ja kein Problem. Ich fürchte, er ist nicht zu so kräftig für euer, aber. Ich trainiere den schon an. Wir wollen das vermeiden. Richtig. Wir kriegen das irgendwie hin. Also, nicht euren Arm zu verpflanzen, aber. So im Allgemeinen, Können dass. wir jetzt laufen? Ich habe eine Dämonenhand. Könnten wir uns da jetzt schnell drum kümmern? Danke. Ja, denk mal an Jalan. Den stört das auch nicht. Denkt an etwas Schönes. Nicht unbedingt an Jalan, aber. An mich. Nein, auch nicht. Eine schöne Magd. Ja, so könnt ihr durch die Hügellande streifen. Auf ihm deckt seine Hand zu, damit sie nicht mithört. Und so verlasst ihr nach einiger Zeit dann auch die Hügellande, könnt hinter euch die Rauchsäule zurücklassen und trefft dann nach weiteren 4 Meilen auf eine Straße. Ist es nicht wirklich, aber hier ist vor einiger Zeit wohl öfter mal ein Wagen entlang gerumpelt. Es gibt wohl einen Meilenstein, der dann hier auch ankündigt, dass hier es immer noch Binsböckel ist, wohl die Baronie. Und vor euch liegt dann ein finsterer Wald mit dem Namen Schlangenbrut. Eine weitere Burg, die hier wohl auch auf dem Meilenstein angekündigt ist, und in Richtung Süden würde dann die Reichsstraße beginnen. Auch ausgeschildert dann Webermühlen oder ja, weitere andere Ortschaften wie Ulmensen. Sollten wir die Wälder meiden oder nicht? Im Zweifelsfall wäre es eine gute Idee, am Waldrand lang zu gehen. Nicht Und im unbedingt durch. Wald können sich sicherlich viele Untote aufhalten. Und nun, wer auch immer diesen Wald benannt hat, wieso müssen sie ihnen immer solche seltsamen Namen geben? Vielleicht Langenbrot ihr. kann kein positiver Name sein. Nein. Ihr denkt dran, Hesinde ist im Zeichen der Schlange. Ja, trotzdem. Man kann es doch trotzdem Hesinde gefälliger benennen, anstatt Schlangenbrut. Das ist, als wenn man es heraufbeschwören will. Wieso? Was ist denn so schlecht am Brüten? Hennen brüten doch auch. Ja, aber wenn eine Schlange etwas brütet, dann. Nein. Also, Schlange und ein Jetzt kommt Ei. aber. Brüten Schlangen nicht im Allgemeinen? Nun, ich weiß zwar nicht, was für Schlangen ihr hier oben im Norden habt, doch bei uns in der Heimat tendieren Schlangen dazu, hochgiftig zu sein, und man will ihnen nicht begegnen. Schmeckt aber ganz gut gegrillt. Alles, was geschuppt ist, ist böse. Das Das weiß also man ja. Ein Gorthax, Vorurteil. nein, das ist doch nun wirklich zu viel. Die Kreaturen der Herren Hesinde allesamt als böse zu bezeichnen, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Drachen geschuppt, Echsen geschuppt. Ich finde, das ist ein recht eindeutiges Indiz. Ich habe ja euch immer für einen sehr gebildeten Mann gehalten, aber nun gerät mein Weltbild ein wenig ins Wanken. Aber ich bin doch ein Zwerg und kein Mann. Was? Zwerge, wollt ihr damit sagen, nein? Was? Eine Frau? Nein, wie kommt ihr denn darauf? Ihr seid kein Mann und nach dem Ausschlussprinzip war Frau da das nächstwahrscheinliche. Nein, ich bin Oder ein etwas Zwerg. anderes, völlig anderes? Wie kommt ihr denn darauf? Nun ja, sagt man nicht auch Zwergen Mann? Und wieso sagt ihr jetzt, ihr seid kein Mann? Muss ich ihr das immer mit einem Zwergen vorangehen? Bin ein Zwerg und es gibt noch Zwerginnen. Gibt es auch Zwerg-Eunuchen? Was? Abelmir, was wollt ihr denn für komische Sachen wissen? Rein wissenschaftliches Interesse natürlich. Natürlich Ja, sehr wissenschaftlich. wissenschaftlich, Ja, klar. Wem ist zumindest noch keiner über den Weg gelaufen. Aber wenn es euch so interessiert, Abelmir,
Ihr könnt ja Albrecht das nächste Mal fragen. Das solltest du wissen, ja. Aber besser, ihr lacht ein wenig über seine Witze. Ja, natürlich. Ja, ich musste sie auch schon machen, das war echt schlimm. Ihr so, habt uns gefehlt, wir wussten nicht, wann wir lachen sollten und wann nicht, aber jetzt seid ihr wieder bei uns. Immer. Immer, wenn der Mann was sagt. Ja, das ist prinzipiell das Beste. Also, ja. So, jetzt mal von Zwergen, Frauen und Männern und Zwerginnen und Zwergen abgesehen, latschen wir jetzt quer durch den Wald oder folgen wir der Straße? Was machen wir? Ja, wo wollen wir denn hin überhaupt? Ja, wo das Pendel hinzeigt. Na gut. Wo zeigt denn überhaupt meine Hand hin, wenn ich mal gucke? Ja, also du kannst deine Hand nicht wirklich zuordnen, aber wenn Iserun mal mit einem Modem draufschaut oder Rabelmir, dann könnte sie da dann eben eine der Zacken deuten. Dadurch, dass es eben 9 Zacken sind, hast du 9 verschiedene Richtungen. Und nur eine davon kannst du dann magisch analysieren, der Weg des Schmerzes. Das Pendel zeigt am Waldrand vorbei, so dass man eventuell dieser, ja, Straße ist es wie gesagt nicht, es ist einfach dieser Wagentrack. Wenn man dem folgen würde, dem Meilenstein entlang, dann würde man dem Pendel irgendwie folgen. Weist er wohl auf ein Bregelsaum-Jagdschloss namens Torhalla hin. Nun, also auf dem Weg sollten wir nicht entlang gehen, das wäre viel zu auffällig. Ja, wir sollten wirklich am Waldrand entlang gehen und wenn wir eine Ortschaft in Sicht bekommen, etwas tiefer vielleicht in den Wald hinein und drumherum zu gehen. Ja, richtig. Und Boltax, ihr könnt ja mal nach einem sicheren Pfad von Großmütterchen Zoom Ausschau halten. Das kann ich in der Tat, das werde ich wohl können. Nun, dann schauen wir doch mal. Ja, ich würde mal gerne an Wildnisleben Probe würfeln. Bauen wir tun. Ja, also aktuell, du siehst dich ein bisschen um, man könnte dann den Pfad überqueren, sich in den Wald reinschlagen oder an den Waldrand, sodass man da noch ein bisschen Tarnung hat. Jetzt aktuell, dass ihr die Hügel hinter euch gelassen habt, würdet ihr aber auch schneller zu erkennen sein. Es gibt einfach nicht so viel, was euch da dann noch verbirgt. Außer dann den einzelnen Bäumen. Schaut mal, hier am Waldrand etwas im Unterholz. Das war jetzt nicht optimal. Wird uns trotzdem noch erkennen, aber mindestens nicht ganz so offensichtlich wie auf der Straße. Ich war. Ja, dann geht doch voran. Wir folgen euch. Mit. Alles klar. Ja, so könnt ihr weitere 3 Meilen am Waldesrand entlang euch tasten. Ihr seid euch nicht ganz sicher, Sonnenhöchststand ist definitiv schon vorüber und in einiger Zeit könnte es anfangen zu dämmern. Vor euch liegt dann ein, ja, Schloss ist es nicht wirklich. Es ist eine Befestigung mit einem Turm und einigen größeren Gebäuden. Es ist mit einer Holzpalisade versehen, die auch geschlossen ist. Ihr seht keine Wappen, keine Wimpel im Wind sehen, wehen und auch keine Bemannung. Aber ihr dürft mir mal gerne eine Ackerbaukunde würfeln. Schwert um 3 Punkte. Die Acker vor euch sind definitiv nicht bestellt oder nicht mehr bestellt. Gut, ihr wisst, dass vor 2 Monaten hier die Pestwolke von Rahastes vorbeigezogen ist. Aber Iserun und auch Abelmir fällt auf, dass es hier wohl im Unterholz Spuren gibt, die euch verdächtig an das erinnern, was ihr vor einigen Tagen erst gesehen habt. Es sind wohl keine Löcher zum Verbergen, aber die einzelnen kleinen Ästchen, die Zweige sind wohl mit Spuren versehen. An welche Situation genau erinnert uns das? Kaiserhain? Ja. Als die Untoten aus der Erde kamen. Wartet. Hier ist schon jemand durchgekommen. Dort seht ihr die Ackerkrumme, sie ist aufgewühlt. Und hier sind diese Äste abgeknickt und irgendein schwarzer Schleim ist hier dran. Ich würde vorschlagen, einen großen Bogen um diesen Acker zu schlagen. Richtig, hier müssen Untote drin sein. Auch
gerne nochmal eine Spurenlesenprobe ablegen aus Naturkunde. Oder wenn man jetzt nochmal so ein bisschen das Auge darauf wirft, den Acker beobachtet. Boltax, deine Fähigkeiten waren schon mal besser, gerade als du dann an die Situation zurückdenkst vor dem Schlangenwald, dem Schädelwald. Aber Isarun kann gemeinsam mit der Ackerkunde und auch Abel, mir fällt das auf, hier sitzen wohl in dem Wald viele, viele Menschen, die nicht sorgsam darauf achten, wie sie gehen. Ihr würdet sagen, so wie die Spuren vom Acker aus sich ziehen und dann eben auch um dieses bregelsormsche Schloss, sind sicherlich 100 Leute. Wir sind hier nicht alleine. Ganz und gar nicht. Schaut doch mal, wie viele Leute hier durchlatschen müssen. Ja. Meint ihr? Das sind kalte Anrix, die durchziehen. Wir sollten uns schnell entfernen und möglichst viel Meilen zwischen uns und diesem Wald bringen, bis die Nacht einbricht. Ja, das hier ist kein sicherer Ort. Wo zeigt denn das Pendel hin? Schau doch nochmal bitte. Ich guck nochmal drauf, weiterhin nach Osten. Noch nach Osten. Was hat sich wohl weiter gedreht? Eher in Richtung Süden. Aha. Schaut mal, es zeigt nicht mehr genau nach Osten. Mal eine Orientierungsprobe machen. Hilft der innere Kompass inzwischen wieder oder nicht? Ja, doch. Wie gesagt, ihr habt Karten bekommen. Ihr konntet Karten, die relativ aktuell sind, einsehen und euch ist wohl allen klar, Burg Rabenmund liegt zwar im Osten, aber mit dem Pendel hat das nichts mehr zu tun. Wen auch immer ihr sucht, er befindet sich nicht auf Burg Rabenmund. Aber so, wie es sich aktuell, also so schnell, wie es sich aktuell dreht, ihr könnt das in eurem Kopf so ein bisschen vektorisieren. Es muss in der Nähe sein. Lange habt ihr nicht mehr. Irgendwo vor Bungegraben und irgendwo südlich davon, würde ich sagen. Dann lasst uns ein Stück südlich gehen, weg von diesem Wald. Ja, das sollten wir wirklich tun. Ja, aber das wir müssen wohl oder übel diese Straße überqueren. Gut, dann ist das eben so. Nun, offensichtlich sind wir bald am Ziel. Das ist doch sehr erfreulich, nicht wahr? Ja, bis Burg Rabenmund ist aber noch ein Stück. Ja, aber doch nicht Burg Rabenmund. Das ist doch gar nicht unser Ziel, oder? Wir suchen doch nach. Ja, richtig. Und dieses Pendel zeigt eindeutig nicht auf Burg Rabenmund. Nein, aber irgendwo unterhalb von Burg Rabenmund. Möglicherweise. Beziehungsweise, ja. Wohl furchtbar weit kann es nicht mehr sein. Gut, ich kenn die Gegend nicht genug, da können halt hunderte von Dörfern jetzt auf dieser Linie sein. Lass uns einfach erstmal losgehen. Ja. Ja, und mit den letzten Sonnenstrahlen könnt ihr dann an dem Jagdschloss vorbei über den Acker hechten. Vor allem dann eben auch aufpassen mit dem Wald Schlangenbrot, so viele Meilen wie möglich noch zurücklegen. Und bis ihr dann nach 4 Meilen, die Sonne geht unter, in die nächsten Hügellande vordringt. Hier, wo, ja, so langsam dann die nächste Baronie anfängt, laut euren Karten, und dann auch hier Rabenland herrscht. Von, ja, wirklich ein Problem hattet ihr bisher nicht berichten können. Sie sagten ja zumindest, dass der Weg nach Rabenmund schwierig sei. Vorgeweihte, die sich darum bemühen, diesen Weg freizuhalten, und Späher, die dann dafür sorgen, diesen Weg immer und immer wieder freizumachen. Vielleicht hat das was mit den Hügeln zu tun, vielleicht hat das was mit dem Wald zu tun, aber wenn ihr dann auf die Hügel entlang geht, dann könnt ihr wohl sehen, wie dort ein Feuer brennt. Kleiner. Es handelt sich wohl dabei eher um sowas wie ein Lagerfeuer. Nicht um einen entzündeten Stall oder sowas. Kiaras, euer Fernrohr. Schaut einmal hindurch, bitte. Ach, ja, natürlich. Ich nehme das Fernrohr und schaue wieder hin.
In einem kleinen, es ist kein richtiges Tal, aber in einer Senke der Hügel kannst du sehen, wie dort wohl ein einzelner Mann sitzt, neben einem Steinhaufen, einem Boronrad, was er dort hinein gesteckt hat aus Holzstöckern und hat da wohl daneben ein kleines Lagerfeuer entzündet. Das ist ein Ritter, das kannst du an der Rüstung erkennen. Ein einsamer Ritter an einem Lagerfeuer mit. Es scheint ein Boronrad gesteckt zu haben. Doch irgendwie scheint mir das trotzdem seltsam. Definitiv, also, das ist ja schon sehr gefährlich hier. Könnt ihr ein Wappen erkennen? Hat er ein Schild neben sich stehen? Hat er irgendwelche Heraldik, weiß ich? Würfel mal eine Heraldik, aber sie ist erschwert um 7. Hast du zumindest noch nicht gesehen. Also er hat ein Wappen. Er hat ein Wappen auf dem Schild, ja. Nee. Zwei schwarze Berge, die da wohl abgebildet sind. Wenn das Berge sein sollen, könnte auch was anderes sein. Er trägt zumindest ein Wappen, ich hab's noch nie gesehen. Es sieht aus wie zwei Berge in schwarz. Sagt euch doch was. Sagt mir das was? Heraldik, plus 7. Darf ich Bergbau plus 7 würfeln? Ja, darfst du. Noch nie davon gehört. Als Punkt für die 19? Nee. Das Wappen sieht ein bisschen bedrohlich aus, hast du das Gefühl? Schwarze Berge. Das klingt nicht gut. Also Berge. Mir sagt das Ganze nichts. Es sieht zwar jetzt nicht direkt dämonisch aus. Mir sagt das ebenfalls nichts. Also vielleicht ein örtlicher Baron, ein Junker. Das wäre doch aber sehr leichtsinnig, ganz allein hier herumzureisen. Und, naja, jetzt graben sich doch die kalten Eirix aus. Und Berge sollten nicht schwarz sein. Also in der Regel jedenfalls nicht. Und zumindest glaubt er an die 12 Götter, wenn er ein Boronsrad pflicht. Nun, der Berg in Hanfall ist schwarz, aber der ist ein einsamer Vulkan. Ja, aber ein Vulkan ist ja kein richtiger Berg. Das ist ja eher ein... Ja, also... Ein Feuerberg? Ja, genau. Da gibt es Unterschiede? Natürlich. Also ein Vulkan ist ja kein Berg und ein Berg ist kein Vulkan. Ihr könntet das nie ausführen? Natürlich. Währenddessen geht die Sonne weiter unter. Also, vielleicht sollten wir das beim Lagerfeuer besprechen. Die Frage ist jetzt nur, nähern wir uns dem Lagerfeuer oder machen wir ein eigenes außer Sicht? Nun, dieser Ruf vorhin zeigt das Pendel. Ich gucke noch mal drauf. An ihm vorbei. Oder auf ihn. Wir könnten einen kleinen Bogen schlagen, um es etwas festzustellen. Ja, richtig. Wenn es auf ihn zeigt, dann... Ja, gut. Gute Idee. Das machen wir so. So viel Zeit wird ja noch sein. Ja, so könnt ihr 10 Minuten um die Hügel hinüberlaufen und stellt fest, dass es wohl doch an ihm vorbei gezeigt hat. Mit ihm hat das nichts zu tun. Ich würde sagen, wir lassen den einsamen Ritter sein und lassen den Mann in Ruhe. Vielleicht hat er irgendwelche Weisheiten, wie man hier in diesen Landen aktuell am besten umgehen soll. Ich meine, könnte er ist auch eine alleine, Falle sein. Er lebt noch. Ich glaube zumindest, er lebt noch. Könnte das aber auch eine Falle sein. Ja, konntet ihr noch irgendetwas durch das Fernrohr erkennen? War der Acker wieder aufgewühlt? Nein, hab nichts gesehen. In dem Fall, naja, können wir uns ihm genauso gut nähern und versuchen, Informationen herauszubekommen. Mit einem solchen Ritter werden wir doch wohl fertig. Gut, aber wenn er seine Männer irgendwo in der Nähe auf Pferden gesetzt hat, dann sehen wir ganz schnell alt aus. Wovon sollte er alleine ein Grab schaufeln? Er gibt ein einfaches Ziel ab und lockt so Leute an. Dann machen er und seine Jungs die kalt. Das ist sehr zynisch gedacht von euch, aber... Wenn
diesen Landen ist das, glaube ich, ganz vernünftig gedacht. Wir sind schon mal in so eine sehr ähnliche Falle gelaufen. Also wollen wir uns dem Vulkanritter jetzt nähern oder nicht? Also ich bin dafür. Ich wäre dafür. Ich auch. Ja, dann gehen wir hin. Ja, so könnt ihr auf ihn zugehen und er wird euch nach einigen Momenten dann auch erblicken. Er saß da schon am Lagerfeuer, hatte fast dann die Augen zugehabt, schreckt dann aber hoch, springt auf und zieht sein Schwert, was er abwehrend vor sich hinhält, während ihr weiter auf ihn zugehen könnt. Er hat die Augen so ein bisschen zusammengekniffen, ein etwas älterer Mann, ihr würdet so sagen 50 oder 60 Jahre alt, seine Rüstung allerdings gut gepflegt und hat da wohl einen anderthalb Händer in seiner Hand. Die Götter zum Gruß, wer seid ihr? Die Zweifel zum Gruß, mein Name ist Karinor, wie heißt ihr? Wenn Dankwart vom Fenster kam, Ero Gnaden, warum fehlt euer Schatten? Dämonenwerk, leider. Dann seid ihr mir nicht willkommen. Mit Dämonenwerk habe ich nichts am Hut. Geht. Wenn ihr nichts dagegen hättet, Herr Ritter, würden wir uns gerne zu euch gesellen. Denn in diesen Landstrichen ist es nicht sicher, alleine unterwegs zu sein. Vielleicht können wir uns gegenseitig Schutz gewähren. Ja, überlegt wohl ziemlich lange, senkt dann sein Schwert leicht und steckt es dann vor sich in die alte Erde. Dann würde ich mich weiter nähern. Ich habe nicht viel, aber teilen werde ich doch das wenige, was ich habe. Immerhin sind wir in Travia gefälligen Landen. Setz dich zum Dank. Feuer. Wir werden natürlich das gleiche mit unseren Vorräten machen. Verzeiht mir, dass ich euch trotzdem Misstrauen entgegenwerfe, die Tage sind finster. Ihr habt recht. Verzeiht, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Major Mager Isarun von Spogelsen. Ich kenne mich mit der Magie nicht aus, hohe Dame. Aber an eurer Robe erkenne ich wohl, dass ihr keinen finsteren Absichten hegt. Ey, guter Mann, sie ist ein Pfeil des Lichts, falls euch das etwas sagt. Eine Streiterin fürs Gute und für Preisordnung. Für Braios. Trotzdem irritiert es mich stark, dass einem Geweihten der Schatten fehlt. Nun, ein Teil von unserer Gruppe wurde unglücklicherweise Opfer dieses gleichen magischen Phänomens. Wir hoffen, dass er eines Tages nachwächst. Ja, zum Glück konnte ich den bösen Schatten stechen, der ihn klaut hat. Zu viele Paktierer mit zu vielen dunklen Fähigkeiten. Man kann sie nicht schnell genug erschlagen. Habt ihr recht. Ich darf vorstellen, er deutet auf den Steinhaufen neben sich. Das ist Nelke von Bregelsau. Meine Frau. Oh, mein Beileid. Mein Beileid. Wir geboren sie empfangen. Hoffen wir es. Ist das gerade erst passiert? Nein, ich habe sie begraben. Ich habe ihr den Kopf abgeschnitten und sie dann begraben. Keine Sorge. Kommt nicht wieder. Nicht nochmal. Wie lange seid ihr schon in diesen Landen und warum seid ihr allein in diesen Landen? Ich glaube, er war ursprünglich zu zweit hier unterwegs. Ja. Wir hatten sicherlich noch mehrere Begleiter, allerdings wurde unsere Gruppe versprengt. Wir sind seit ungefähr 2 Wochen hier. Erkunden die finstere Mark. Und vor allem dann auch das nähere Umland von Werheim. Mit wem wart ihr unterwegs und wer hat euch gesandt? Eine kleine Gruppe aus dem Finsterkamm. Gesandt wurden wir von wahrlich niemandem, aber wir haben, nachdem wir in Greifenfurt stationiert waren, versucht, wieder Ordnung herzubringen. Answen ist wohl auch noch irgendwo hier. Answen, der Ältere, meine ich, nicht den Jüngeren. Der Jüngere sitzt irgendwo in seiner Burg. Der Alte hockt vor Werheim. Guter Mann. Ja, belagert Werheim. Nun, zumindest wenn man es so bezeichnen kann.
Deswegen habe ich gesagt, er hockt. Vor einem Jahr wäre eine Belagerung von Verheim doch etwas recht Schlechtes. Aber mittlerweile bin ich ihm doch recht dankbar, dass er hier ist. Und so gut, wie man halt einfach belagern kann. Ich kenne ihn nicht von früher, aber ich habe ihn in Greifenfurt kennengelernt. Als er uns nicht rettete, aber schon eine ganze Menge an Hilfe anbot. Habt ihr denn was rausfinden können bei eurem Ausflug? Im Süden von hier, auf der anderen Seite der Reichsstraße, sitzt jetzt ein gewisser Alboin. Der hat da wohl ein eigenes Sonnenland aufgeschlagen, irgendwo in der Nähe von Wulfing, am Randolfsforst, und versucht dort Licht zu bringen. Ich glaube, sie wollen noch weiterziehen, aber sie haben sich dort erstmal einen kleinen Kerzenzieherhof genommen, wo sie Gefangene nehmen und verhorchen und Reios gefällige Dinge tun. Spuckt aber einmal aus. Nun, er hat sich wohl etwas von unserem Herrn Praios entfernt. Man sagt ihm das nicht ins Gesicht. Er hat sogar einen eigenen Bandstrahler oder eine Bandstrahlerin, die er gefangen genommen hat und in Ketten gelegt hat. Tatsächlich, wenn ich ihn sehe, werde ich es ihm ins Gesicht sagen. Meinetwegen kann er mich dann zum Duell fordern. Wir werden sehen, wer triumphiert. Moment, war das der mit der Faltenmaske? Ja, exakt dieser. Und der nette Hauptmann Greifax von der Burg Auralet hat uns erzählt, was er alles gestohlen hat. Das ist wahnsinnig. Guter Mann, wisst ihr zufällig, dieser Bandstrahler, den er gefangen genommen hat, wisst ihr seinen Namen? So eine Bandstrahlerin. Ich habe nicht wirklich mit ihr gesprochen, aber sie berichteten zumindest ziemlich stolz davon, dass nachdem sie etwas protestierte, dann in Ketten gelegt haben. Lief da so ein Typ rum, der einen riesigen Stock am Arsch hat, Greifenmund? Sieht aus wie ein Praios-Geweihter. Mit einem Greifenmund habe ich nicht gesprochen, aber ein ähnliches Wappen habe ich gesehen.